Guten Tag zu CheckOnkel. Hand aufs Herz, wie voll ist euer Download-Ordner? Zugegeben, jede einzelne Datei sofort an den richtigen Ort zu schieben, ist irgendwie nervig. Die Lösung? Automatisierungsprogramm Hazel für macOS soll für mehr Ordnung sorgen. Die Software macht passenderweise auch selbst einen aufgeräumten, übersichtlichen Eindruck. Standardmäßig ist der Download-Ordner bereits vorausgewählt. Wir können nun Regeln für den Ordner definieren, die für deren Dateien durchgeführt werden sollen. 6 Regeln sind bereits vordefiniert. Zum Beispiel, dass Filmdateien, die im Download-Ordner erscheinen, automatisch in den Filmordner verschoben werden. Vollautomatisch und im Hintergrund. Das gleiche geht auch mit Musik und Bildern. Auch zeitliche Regeln sind möglich. Zum Beispiel kann man alte bzw. neue Dateien automatisch mit einem bunten Tag versehen lassen. Das geht natürlich nicht nur mit dem Download-Ordner, sondern für alle beliebigen Ordner. Und auch Regeln können völlig individuell definiert werden. Ich möchte nun aus meinem Rechnungsordner alle Rechnungen aus dem Jahre 2019 in den Ordner 2019 verschieben lassen. Wir geben an, dass folgende beiden Bedingungen erfüllt sein müssen. Erstellungsdatum ist vor dem 31.12.2019 und Erstellungsdatum ist nach dem 01.01.2019. Dateien, auf die das zutrifft, werden dann in meinen angegebenen Ordner 2019 verschoben. Es gibt eine Vielzahl von unterstützten Attributen, wie zum Beispiel Bildauflösung oder Komponist bei Audiodateien. Auch automatische Benennungen sind möglich. Wir wollen nun alle Dokumentdateien automatisch als Dokument plus aktuelles Datum benennen lassen. Auch hier gibt es wieder viele Operatoren mehr für sein individuelles Benennungsmuster. Wir wenden unsere erstellte Benennungsregel an und sehen im Finder, dass die Dokumente nach unserem Wunschmuster umbenannt wurden. Auch das passiert für alle zukünftigen Dokumente in diesem Ordner automatisch. Man kann Hazel 14 Tage kostenlos austesten. Ansonsten kostet die Vollversion etwas über 35 Euro. Dafür gibt es dann mit wenig Aufwand dauerhaft mehr Ordnung auf eurem Mac. Für Windows-Nutzer gibt es Hazel nicht. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.